There is no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I Easy on Me von Adele. Die letzte Entscheidung des Abends steht jetzt an. Wer von euch beiden wird das Rennen machen? Unser Voting-Block entscheidet Elias oder Kim. Wer geht ins Halbfinale? Sie haben es in der Hand. Ab jetzt. Das neutrale Publikum im Voting-Block kennt die Talente nicht persönlich. Wer kommt ins Halbfinale? Der Schüler Elias aus Team Giovanni? Oder Kim aus Team Shirin? Die Entscheidung steht fest. Giovanni, wie geht's dir gerade? Tiefpunkt. Ich kann's wirklich sehen. Wirklich. Also, diese Reise nimmt uns alle sehr mit, weil wir einfach wollen, dass unsere Talente natürlich so weit wie möglich kommen. Wir wollen niemanden auf der Strecke lassen. Das mit den Tenören gerade hat mir schon wehgetan. Und Elias würde mir auf jeden Fall wirklich das Herz brechen, wenn ich ihn verlieren würde. Ich bin bei dir, Giovanni. Das Problem ist, glaube ich, wir schicken unsere Talents los. Die vertrauen uns und danach geben wir es aus der Hand. Ja. Es macht echt was mit einem. Und Kim, ich bin so wahnsinnig stolz auf dich und dann machst einfach jedes Mal eine perfekte Performance. Jeder Ton, jeder Schlenker. Es ist Danke einfach dir. Perfektion. Und Elias, du bist ein wahnsinnig, wahnsinnig begnadeter Sänger. Vielen Dank. Ihr habt es beide absolut verdient. Jetzt heißt es, wie nennt man das? Abwarten und Tee trinken. Abwarten und Tee trinken, und zwar gar nicht so lange, denn die Entscheidung ist gefallen. Es ist vielleicht der spannendste Moment des Abends, denn wir werden gleich erfahren, wer von den beiden Coaches auch diese Sendung ohne Talent verlassen wird. Team Giovanni oder Team Shirin? Darf Elias auf dem Hotseat bleiben und sich damit ein Halbfinalticket sichern?
oder macht es ihm Kim streitig? Diesen Fight hat gewonnen Kim Schutzius. Team Shirin hat ein Talent im Halbfinale. Ja. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir viel. Oh mein Gott. Team Giovanni verliert damit ein weiteres großartiges Talent. Don't give up. Ever. Es ist hart, aber so sind die Spiele. Elias, das Herz deines Coaches ist gebrochen, aber du kannst so unglaublich stolz auf dich sein. Und bitte, genieß diesen Moment, das ist nämlich dein Applaus. Elias Biechele, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.